Sven Raab und Peter Kreschus, die Physios des DHB. Ohne sie geht nichts. Deswegen beginnt der Tag schon sehr früh. Ja gut, der Tagesablauf ist natürlich schon früh, beginnt früh morgens. Also das Frühstück machen wir gemeinsam mit den Spielern natürlich. Und dann geht es eigentlich direkt danach los. Meistens so, dass Spieler direkt zur Behandlung dann kommen. Es wird dann vorbereitet fürs Training. Häufigste Aufgabe, der Fußverband. Er soll Spieler vor Verletzungen schützen. Oh je, das ist, also an Meter habe ich es noch nicht gerechnet, aber also an solche Tape-Rollen brauchen wir in so einem Turnier, also so circa, schätze ich, 200 Tape-Rollen. Das sind, ich weiß gar nicht, wie viel sind Meter drauf, 4 Meter oder so, ich weiß nicht. Und so Unterzug, man schützt ein bisschen die Haut damit. Die Spieler wollen häufig nicht das direkt auf die Haut, wird ein bisschen geschützt. Ah ja, auch 100 Rollen. Also es ist eine Unmenge an Tape-Material. Auch im Training sind die beiden gefragt. Egal, ob noch schnell ein Fußverband her muss oder die Wärmecreme, die Physios helfen. Wir haben über den Tag dann doch für jeden Spieler so ungefähr eine Stunde bereit sein und dann ist der Tag doch einigermaßen begrenzt. Nach dem Training dann die eigentliche Aufgabe, Massage und Entspannung. Nach dem Essen geht es dann weiter, wenn die ein paar schon müde sind und ins Bett gehen, sind aber meistens Spieler, die nicht schlafen können. Und dann geht es meistens bis 1, 2 Uhr, es kommt darauf an, wann das Spiel ist. Die Physios des DHB, mehr als normale Wunderheiler.